Ja, weg hier. Oh, ich hab keine Mana. Ich hab ja nichts. Alter, diese Riesenviecher sind wirklich böse. Ja, auf jeden Fall. Fuck, ich bin down. Muss immer versuchen, sich irgendwie in den Wänden zu verstecken, weil die sind relativ dumm. Kriegen das meistens nicht gebacken. So, wie war denn jetzt der Weg? Hier runter und dann da hoch, ne? Kann ich jetzt nicht erzählen. Strom, wir hätten direkt mal hier, was da unten ist, wie hier, platt hauen können. Oh, jetzt. Deswegen hasse ich den Sprint bei so großen Viechern, und man bleibt immer hängen. Ich hole mir mal gerade hier die Äpfel. Du kannst später das Sprinten vergrößern, dann sprintst du weiter. Ja, ich hänge ja fest, da bringt mir die Reichweite von dem Ding gar nicht. Festhängen habe ich noch nie gehabt. Außer du hast keine Mana mehr. Ich komme gerade direkt von der anderen Seite rein. Ja, schieß mal runter, Lars. Bin nicht dabei, bin nicht dabei, bin nicht dabei. Ich hol. Ich. Okay, der ist tot. Das Vieh. Hier ist noch ein Schalter. Warum zeigt man direkt wieder, wie man es nicht macht? Ja, das war wirklich doof gerade. Achtung, Pflanze unten. Bin reinlaufen. Scheiße, ich hab nur 6 Leben. Ich denke mal, ich werde von diesem scheiß Gift getroffen. Das Geräusch hört sich hier mal gleich an. Ja, beim nächsten Mal spiele ich auch mit Controller. Ich glaube, ich habe Kontrolle. Echt? Lars, komm mal her. Hier ist nämlich eine Pflanze. Also, du bist es ja gar nicht. Moment. Komm mal runter. Stell dich genau hier an die Wand und versuch mal hier nach links zu schießen. Ja, sehe ich schon. Okay, cool. Ja, hämmern, 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 hämmern. Aber dem mache ich immer so wenig Schaden. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, die haben einfach viel Rüstung oder sowas. Ich habe mir dabei eben ja schon Armor Penetration eigentlich gekauft. Komm schon. Noch ein Schuss. Penetration. Ein letzter. Einer noch. Der nächste ist immer der letzte. Aber schaut euch mal euer Leben an, beziehungsweise unser. Ja, passt schon. Ist ein tolles Bild. Von links nach rechts gibt's immer mehr. Stimmt. Hier ist ein Schaller. Schaller? Ja, Bonn ist noch only ein. One more to go. Oh, ich bekomme keine Heilung dadurch. Oh. Achtung, hier die Dinger spawnen, die Fledermäuse. Was? Wer spawnt da immer so? Die kleinen Hügel. Warte mal. Okay, ich dachte, hier sei was versteckt. Ich lasse dir mal. Checkpoint. Komm schon, komm Checkpoint. Schon. Checkpoint. Ja. Checkpoint. Ich hab's ja erstmal dir gelassen, Gnome. Damit du dich heilst. Oh, danke dir. Soll ich mir nehmen oder willst du? Nimm du. Ich überlege, ob ich einen Dreck schlucken soll. Schluck du. Warte mal, ich glaube hier unten ist noch irgendwas. Da ist noch ganz viel. Wollen wir nicht eben noch den letzten Schalter holen? Dann kommen wir glaube ich oben zum Bonus. War da nicht oben der Bonuslevel? Meine ich zumindest. Oder wo war der Bonuslevel? Hm. Bin mir gerade echt unsicher. Fuck! Das weiß nicht so gut. Okay, ein Ant noch. Das kriegt keiner von uns mehr Schaden. Wollen wir oben erstmal gucken, ob da ein Schalter war? Weil wir bauen nur noch einen. Komm mal, ja klar, von mir aus wie gesagt. Los, okay. Zurück. Go, go, go. Irgendwo müsste hier eigentlich noch einer sein. Den hier rechts haben wir, den links haben wir. Bestimmt irgendwo noch einer versteckt. Ich glaube, der ist hier im großen Raum irgendwo noch. Wo ist er? Hm. Hab ihn. Jo, sehr gut. Ach, sehr schön. Ah, genau, da ist doch letztes. So, wer will die Ehre haben, das Rätsel zu machen? Ich würde sagen, Gnome macht das, weil er es noch nicht gekannt genau. hat. Genau. Wo denn? Was? Wo denn? Wo denn? Also, pass auf, ich erklär's dir. Ach, hier. Jedes Mal, wenn du hier auf eine Trittstelle trittst, dann aktivieren sich oder deaktivieren sich die Trittstelle, wo du draufgetreten bist, und die direkt daneben. Und du musst versuchen, dass da alle leuchten. Also wir haben das innerhalb von 20 Sekunden geschafft, jeder. Wirklich? Alter, musst du mir jetzt auch noch so viel Druck machen? Also bei mir waren es ja 15 Sekunden. Gar nicht mal so verdammt. Gut. Hast du solche Rätsel?
Nein. Tschüssi. Am besten mit ein bisschen. Warte mal, wie war das noch? Aha. Gar nicht mal so gut, hä? Ja. Du bist ja gerade dazwischen gerannt. Ich war's nicht, ich stehe schon wirklich. Seit also ganzen, jetzt Lars jetzt so zu sabotieren, das hätte ich nicht von dir erwartet. So ein Arsch, ey. Entschuldigung, was? Das war eklig. Nur am Rülpsen. Das war wirklich eklig. Das war echt richtig eklig. Das wird rausgeschnitten. Nee, ich bin authentisch, ich lasse was mal drin. Ich weiß doch gar nicht, wo das herkam. Wieso ist hier jetzt was aufgegangen? Ja, hier, da war ein Schalter. Ach so. Ah, ich mach mal auf Armor. Gut, das hier gibt's doch nicht. Waren. Ja, Lars, ich hätte jetzt wirklich ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß gar nicht, warte mal. Eigentlich ist sowas ja relativ simpel, muss man ja sagen, ne? Aber. Also, die Mucke in diesem Spiel ist ja mal wirklich Hammer. Also. Ich weiß nicht, dass ich bei mir einfach versucht habe, erstmal alles zu deaktivieren. So. Jetzt mal überlegen. Ja, dass man keine Tomaten werfen kann in Game. Buh. Das war nicht so gut. Wusch. Denk doch mal Go, mit. Go, Stromski. Go, Stromski. Denk doch mal Go, mit. Go, Stromski. Na toll. Das ist wieder einer. Ja. Fuck. Warte mal. Ja, er hat's geschafft. Aber jetzt sind ja, alle ich aus. Ich glaube, die beste Taktik ist, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Warte, ich hab's. Ne, hab ich nicht geschafft. Er hat das? Nee, er hat das nicht. Einer Fall. Jetzt macht das wieder unrückgängig, weil ich hatte gerade eine super Idee. So. Das war nicht rückgängig. So, jetzt hast du wieder rückgängig. Ja, natürlich. ich hab's geschafft. Hey. Unter 10 Sekunden. Mit meiner guten Vorarbeit hier. Du hast gar nichts gemacht. Ich hab alles gemacht. Sowas von. Ist alles Gnomes. Auf Gnomes Mist gewachsen. Ja. Das ist so, das hier müssen wir aufpassen. Hier kommen nämlich gleich noch Bogenschützen dazu. Ich muss aufpassen, weil ich hab nur 6 Leben. Aber ich kann noch einen Trank nehmen zur Not. Ich überlege, ob ich ihn wirklich direkt nehmen soll. Aber hier droppen gut Äpfel und so weiter. Ja. Deswegen. Ja, gut, dann nehme ich den Halter noch nicht. Dann halte ich halt ein bisschen zurück und dann machen wir hier. Ja, der Level ist eigentlich nicht so schwer. Hier habe ich mal eine 1000er-Kombo gemacht. Eier. Nee, Eier habe ich hier keinen bekommen. Eier. Seht ihr, wie viele Dinger hier droppen? Sehr super. Ja. Und die schöne Musik dazu. Ja, die ist gerade ein bisschen leise bei mir. Ich weiß nicht, wie das kommt. Bei mir auch. Zu leise sogar. Ich höre eigentlich gar nichts an Musik. Oh. Ich finde die sehr schön. Alter, ich werde eingekreist. Uah, das war knapp. Müssen die Leute halt bei mir die Musik anhören. Genau. Na, einen an kann man ja noch. Also alles easy. Achtung, Bogenschütze hier. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Was sind das jetzt für Viecher? Skelette oder was? Ja. Wahrscheinlich. Die Musik passt jetzt nicht so ganz, die du summst. Klar. Best Soundtrack ever. Ganz oben waren Schätze, hast du die schon geholt? Nee. Gold. 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 Gold, Gold, Gold. Ich krieg echt ordentlich Bier, Gold Bier, hier. Bier. Ich finde, mein Ranger sieht ja cool aus. Ich weiß gar nicht, ob man sich irgendwie über die Zeit mal verändert vom Aussehen her. Ich glaube aber nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Weil man bekommt ja auch keine richtige Ausrüstung. Stimmt. Hätte aber Upgrade sein können oder so, oder? Ja, aber, na gut. Ich meine, von der Logik her kann es sein, aber wir sind ja hier nicht in Diablo oder sonst noch irgendwas. Gnomen ganz allein.
Gnome allein zu Hause. Gnome, baue auch ein paar Fallen, ne? So aus alltäglichen Sachen. Ja, weil wird ja bald hier überfallen und so, nicht? Man muss immer vorbereitet sein. Was? Wer wird überfallen? Ich. Achso. Die Archer, I hate you. No, jetzt kommen wir in den Masterraum. Ja, hier hat Lars seine Tausender-Kombo gemacht, aber Alter, dafür bin ich zu faul. What the fuck? Mir fallen echt zu viele Äpfel. Nämlich kommt was passieren. Es gibt später so was Cooles, wenn du eine Kombo hast, dann schießt du so. Ja, so irgendwelche Attacken in alle Richtungen automatisch. Ja, eine Nova. Okay. Da liegt noch eine goldene Oranje. Goldene Apfel. Oranje. Nur die Kraft einer Oranje stellt das Leben. Orange heißt es übrigens. Ich weiß. Oranje! Oranje! Wir sind nicht in Holland. Das ist wie die, der Fisch ist frisch, der ist niemals frisch. Unterhaltung aus Asterix und Obelix. Ja, genau. Es geht so lange. Ja. War hier links oben noch was? Komm, Gnome, nimm dir die Oranje. Oranje. Hier ist Exit. Haben wir alles? Ja, ich glaube. Ich hab die Oranje, das ist das Wichtigste. Sehr gut. Und über 1000 Gold. Sehr schön. Ja. Wie viel hab ich? 500. Nice. Gut, ich würde aber sagen, wir sitzen an der Stelle trotzdem im Cut. Jo. Ja, komm hier, stellt euch schön auf jeweils auf ein so ein Ding. Stell dich richtig drauf. Ja, zieh dich nicht so. Guck wenigstens nach unten. Wir hören nicht auf, bis du perfekt stehst. Und du stehst ja auch nicht perfekt. Oder willst du zur Seite? Der verplant. Weil ich muss der Krieger in die Mitte. Warte mal. Der Krieger, nicht der Warlock. Verschwinde! So, okay. Okay, scheiß drauf. Ja, dann sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Und wir machen fürs erste Schluss, wa? Jo. Und Feierabend. Wir sehen uns dann, wenn es eine nächste Sitzung gibt. Mal schauen. Vielleicht machen wir heute noch weiter. Eher nicht. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Denkt ans Bewerten und Kommentieren und so. Genau. Auf Wiedergnome. Auf Wiedergnome. I'm coming. Was ist das? Was machst du denn da? Wieso wedelst du so mit den Armen?